gemeinsam spielen. Beziehungsweise ich. Ihr sagt, ich mache. Naja. Alles schön und gut. Ja. Schön. Auch schöne Musik aus Assassin's Creed Brotherhood. Oh, Kohle! Ach ja, das erinnert mich immer wieder an Gronkhs Kohle-Song. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, tralala. Kohle, Kohle, lalala. Ach ja. Kann ich auch euch auch echt empfehlen, euch das mal anzugucken, falls ihr es noch nicht kennt. So wie den anderen Song von Gronkh featuring Rahmschnitzel. Echt klasse. Ja, so können wir uns gleich mal einen Ofen bauen. Wenn die Spitzhacke... Oh, ich dachte schon, da kommt irgendwas gelaufen. Ja, so können wir uns gleich schon mal einen Ofen bauen und mal ein paar Fackeln machen. Und die Spitzhacke ist weg. So viele Fackeln brauchen wir jetzt nicht. Wir machen uns erstmal 12 Fackeln für den Anfang. Ja, schön. Das ist doch gut. Ah, das Holzschwert wollen wir nicht dafür nehmen. Dafür ist es zu schnell kaputt. Cool. Haben wir uns gleich erstmal unsere erste kleine Höhle gebaut. Mit Rohstoffen und so weiter. Ja, Minecraft, also da steckt viel Arbeit drin. Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Ich finde das auch immer sehr schade, wenn die Leute dann anfangen zu flamen. Minecraft hat sich voll verändert und das ist doch so scheiße geworden. Ja, wenn es so scheiße geworden ist, dann spielt es einfach nicht. Ganz einfach. Hört auf rumzumeckern, weil, wie gesagt... Man sollte die Arbeit, die da drin steckt, sollte man auch wirklich, wirklich ehren. Weil, ja, es ist halt einfach so. Da steckt viel Arbeit drin, viel Liebe zum Detail. Und da sollte man nicht rumnörgeln von wegen, ja, du hast so viel verändert, Notch, und das ist so scheiße geworden und... Ich denke, wenn man so rummeckert, dann ist man echt viel am Platz bei Minecraft und dann sollte man ja irgendwie Hello Kitty Uncut spielen oder wie die ganze Scheiße heißt, was weiß ich. Oh schön, sind wir auch schon wieder an der Oberfläche und die Schaufel ist auch schon kaputt. Wie gut, dass wir ein paar Rohstoffe schon gefunden haben. Ja, gut. Setzen wir hier mal eine Fackel ran. Machen wir da eine hin. Schön. Mal wieder ein bisschen Rohstoffe sammeln können. Was ist denn das da hinten? Oh, Kühe! Ich mag Kühe. Ich komme ja nun eigentlich auch vom Lande. Ich habe... etliche Jahre auf dem Dorf gelebt und bin so auch mit Tieren groß geworden. Wir hatten nie selber einen Bauernhof oder sowas, aber wir hatten ständig irgendwie eine Weide vor der Tür durch die ganzen Bauern, also Landwirte, sage ich mal. Bauern sagt man ja nicht. Ja, das Lied, was im Hintergrund läuft, ist übrigens auch direkt von Minecraft.
ist aber eine von mir abgewandelte Version. Eine, ich sag mal, oh, Orchesterversion. Schön. Hier haben wir gleich unsere erste größere Höhle, hoffe ich mal. Und jetzt sollten wir auch schnell nach Hause zurückkehren, denn sonst... Wofür nehme ich denn die Axt, Alter? Ah, Mann, bin ich doof. Da fällt mir gerade wieder was ein, was Lustiges. Ich habe keine Komplexe. Mann, bin ich hässlich. So. Höhle 1. Okay. So. Schnell. Natürlich immer noch nicht rennen und ich werde jetzt den Teufel tun, da mir irgendwie ein paar Schnitzel zu machen oder ein paar Steaks. Schön, das passt auch wunderbar für die Nacht. Nee, ich mache ja nebenbei auch so ein bisschen Musik, wie einige von euch sicherlich wissen, und da hatte ich mir mal einige Tracks aus Minecraft vorgenommen, um da mal ein paar Remixe zu machen. Und das ist halt der Ambient Mix zu Sweden. Ach schön, ein Skelett. Ach nee, das lassen wir besser sein, bevor wir hier noch sterben. Ach schön, auch dieses Licht hier. Und ach geil. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. La 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 la. Battlefield. Auch eine von mir gern gespielte Spieleserie. Und sehr nette Spielserie, finde ich auch. Auch der neueste Teil ist wieder richtig klasse geworden. Ich kann es auch nicht verstehen, wie viele so rummeckern. Zack. Zack. Und... Gute Nacht. Hä? There are monsters nearby? Wie geht denn sowas? Hä? Machen wir hier Fackel hin. Brauchen wir ja später noch Glas und sowas. Hä? Autsch. Nein, das lassen wir sein. Das lassen wir mal sein. Autsch. Die müssen wir gleich mal verbrauchen. Lecker, 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 lecker. Lecker. Rindersteak. Experience Points, hallo. Oh, schön. Das sind schon Level. Verpiesel dich! Mann. Du Arschloch. Arschloch, Mann. Nein! Wir sind so weit weggespawnt. Blödes Skelett. Ja, toll, die Hälfte unserer Experience verloren. Auch nett. Blödes Mistvieh, du. Mistvieh. Boah, da krieg ich ja die Kotzeritis, ne? Gute Nacht. Lalalala.
La 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 la. Also gucken, ob hier auch ja kein Creeper in der Nähe ist. Nein, kein Creeper. Enderman! Ach was! Die haben ja jetzt auch Sounds. Stimmt ja. Ach wie geil. Schön. Da, noch ein Skelett. Dich nehme ich. Dich töte ich! Du kleine Mistkrücke, du! Ja, wir kommen auf den Schlachtfeld. cool. Finde ich nett. Ja, hier haben wir schon ein bisschen Glas. Mach das mal schon mal raus hier. Ich bin eigentlich dafür, dass wir das Dach noch ein bisschen höher gestalten, höher machen. Sieht da aus wie mehr Blöcke als da. Aber egal. Es ist mir ein bisschen zu klein. Egal, für den Anfang reicht's. Zack, zack. Ah, auch schön. Auch ein sehr schönes Liedchen. Extra mal eingebaut für euch, weil ihr doch die Musik von Minecraft auch so mögt wie ich. Das dauert mir doch ein bisschen zu lange, ich habe da keinen Bock drauf. Machen wir das mal richtig. Hühnchen haben wir auch erstmal genug, können wir direkt in die Kiste packen. Wir werden uns später natürlich auch noch mehr Kisten machen und dann werden wir das Ganze auch so ein bisschen aufräumen. Aber erstmal ist mir das Schnutzpiep egal. Mir ist das erstmal Wumpe, das hört sich immer an wie so ein krähender Vogel. Halt. Halt. Mann, ey. Rapante. Mahagejage. Kennt ihr den Typen eigentlich auch? Den René Marik, den Puppenspieler? Der macht ja auch ganz gute Comedy. Und allgemein haben wir in Deutschland sehr gute Comedians. Mario Barth, an dem sich die Geister scheiden. Und mehr oder weniger gute Comedians gibt es natürlich. Aber naja. Gehen wir erstmal wieder zu unserer Höhle. Ich wollte gerade sagen, die Tastatur macht schon wieder schlapp. Ach nee, wir haben ja bei der Maus die Akkus aufgefüllt. Schon gut. Boah, ich dachte eben. Mein Bibel Chicken. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe eine Zeit lang echt die Krätze gekriegt, wenn ich mit diesem Texturenpack gespielt habe. Aber mittlerweile, man kann sich echt dran gewöhnen. Ne? Es gibt ja nun auch Leute, die kennen nichts anderes, weil sie gar nicht mit anderen Texturenpaketen spielen. Und ja, so schlimm ist das gar nicht. Ne? Und ich sag mal, auf der Xbox müsste ich mich auch dran gewöhnen, mit dem zu spielen. Weil ich glaube nicht, dass es da so viele verschiedene Texturenpakete geben wird.
Oh, 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 oh. Mach mal die Bäume hier weg. Damit uns hier von oben nichts überrascht. Ja. Sag mal, ich bin ja auch blöd, ne? Jetzt bin ich schon beim Haus gewesen und mache trotzdem keine neuen Werkzeuge oder sowas. Auch gut. Merken wir uns fürs nächste Mal. Dann nehmen wir wenigstens das Holz hier mit. Gibt ja nun nicht so viel Holz. Sapling sammeln wir später ein. Die Setzlinge. Essen haben wir auch erstmal ein bisschen was. Ich bin mir nun auch noch nicht sicher, ob das eine Holzhütte bleiben wird. Schalt mal eben den Track um, das ist mir zu laut. Ja. Was wollten wir denn?